Ich bin Sulte begegnet. Mein Blick fällt auf eine Teetasse mit beinahe abgeriebenem inneren Goldrand. Sofort ist mir klar, diese Tasse verwendet sie, wenn sie allein ist. Später werde ich in diesem Zimmer schlafen dürfen, allein. Und hier beim Licht der Morgensonne erwachen. Aus dieser Tasse werde ich trinken, mir vorstellen, meine Lippen seien die ihren. Heather Sheehan erzählt die Geschichte rund um Sylter, die schwangere Ehefrau eines Sylter-Walfängers, der auf See ums Leben kommt und damit das Schicksal seiner Frau beeinflusst. Die Frau ist eigentlich so ein Sinnbild für mögliche Schicksal von vielen Frauen aus der Zeit der Walfang. Und sie ist in meinen, ja, so meine Empfindung gekommen, intuitiv beim Besuch, beim ersten Besuch in das altfriesische Haus. Die Figur der Sylter ist fiktiv, jedoch angelehnt an historische Begebenheiten. Die US-amerikanische Künstlerin arbeitet mit dem historischen Fundus des altfriesischen Hauses. Sie verwebt die Authentizität der Walfängerzeit mit dem modernen Medium der Fotografie und ermöglicht damit einen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart. So ist die von ihr handgenähte Tracht keine original friesische Tracht, sondern ein für ihre Figur Sylter maßgeschneidertes Kostüm. Das Besondere für das Sylt-Museum mit dieser Ausstellung ist, dass wir eben mit einer Fotografie, zeitgenössischen Fotografie arbeiten, dass wir ein historisches Thema aufnehmen, da eine fiktive Geschichte thematisieren und eben die transformieren in die Gegenwart, in die Jetztzeit, dass Bezüge da sind, dass eine gelebte Geschichte, die hätte stattfinden können, aber nicht eben niedergeschrieben ist in einem historischen Wert, sondern dass wir mal wieder anders mit der Gesellschaft, mit der kommunizieren können. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Wert, den man hier mit einbeziehen kann in diese Ausstellung. Die Sequenz der 40 Schwarz-Weiß-Selbstporträts beschreibt den tragischen Weg, den Sylter durchlebt, aber auch die intensive Auseinandersetzung der Künstlerin mit der Protagonistin. Die Einsamkeit und Verzweiflung Sylters wird in den Aufnahmen Sheehans spürbar. Ein wiederkehrendes Motiv ist der Schädel eines Wals, den Heather Sheehan unter anderem auf ihr Kostüm gestickt hat. Mein Hauptinteresse in all meinen Arbeiten ist die Erweckung von tieferer Empathie für andere Menschen, für vielleicht eine Story, die sich nicht selber trifft, aber viele andere Menschen auch heute, nicht nur von vor 200 Jahren. Der Schaffensprozess für Sylter erstreckte sich über 3 Jahre, in denen die Künstlerin auch mehrere Nächte im altfriesischen Haus verbrachte. Die Ausstellung im Sylt-Museum ist noch bis Ende April zu sehen. Sie weinen, sie weinen, sie weinen, sie weinen, sie weinen, sie weinen, sie weinen.